Genau, so. Das habe ich jetzt einmal hier umgerührt. Vielleicht macht auch mein Denken nicht so viel Sinn. Ist auch in Ordnung. Muss nicht immer alles Sinn machen, was ich sage. Herzlich willkommen zu einem neuen Food News Video von mir. Ich teste wieder für euch Food Neuheiten und ich habe diesmal richtig viele Frühlings-Sommersachen mit am Start. Oder eher gesagt, well, obviously gibt es jetzt halt Food Neuheiten, die passend zur Jahreszeit sind. Es ist jetzt klar, dass ich jetzt keine Lebkuchensachen teste. Aber ja, ich freue mich irgendwie voll auf diese ganzen, weiß ich nicht, so erfrischenden Sorten, die es jetzt gibt. Und ja, genau, ich teste hauptsächlich auf Geschmack. Wer mich kennt, weiß das schon. Für alle, die neu sind, ich habe eine ganze Menge an Food-Tests und Food-Videos. Also ja, wenn es euch gefällt, dann ja, könnt ihr noch so ein bisschen was durchgucken, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal an. Den Start macht nämlich auch ein Eis. Und ich glaube, Eis wird auch ganz groß dieses Jahr mit auf der Liste sein. Ich habe schon so viele neue Sorten noch gesehen. Kann natürlich auch nicht immer alles auf einmal kaufen, weil irgendjemand muss es auch essen. Und ja, deswegen kaufe ich immer Step by Step und deswegen seht ihr mich auch immer mal in unterschiedlichen Outfits. Manchmal ziehe ich mir den gleichen Pulli immer an fürs Video, aber bin dann irgendwann auch zu voll geworden und dachte mir, ja komm, ihr wisst ja, dass es nicht immer am gleichen Tag gedreht ist. Und ja, genau, jetzt habe ich hier das Mövenpick. Das ist die Sorte des Jahres oder mit einer der Sorten des Jahres. Also das ist eine exklusive neue Sorte. Es gibt auch noch so eine Aprikosensorte, aber ich muss sagen, Aprikose reizt mich irgendwie nicht so im Eis. Und das ist jetzt Minzchock mit dunkler Schokosoße und Schokostückchen. Gefunden bei Rewe. Die waren gerade im Angebot für 1,99 €. Musste ich zuschlagen, weil das echt unfassbar günstig ist. Das sind jetzt 850 Milliliter. Okay. Das war so klar. Hey, das ist schon wieder Nestle. Mövenpick, ja. Ich war in einem letzten Oster-Video schon, wo ich After Egg gekauft habe und irgendwie voll verpeilt habe, dass Nestlé ist, weil eigentlich will ich keine Nestlé-Produkte kaufen. Toll. Ach ja, erstmal muss ich aber sagen, es sieht schon ein bisschen langweilig aus, ne? Also wo, ah, okay. Oh, ja gut, es sieht von oben einfach nur doof aus, aber wenn man jetzt hier mal in die Tiefen des Eises gräbt, dann sieht es auch ganz cool aus. Wie so ein, kennt ihr diese Vignetta-Eis? Das ist eben mit so verschiedenen Schichten. Ich finde, das ist nicht so diese Schokosoße. Die sehe ich jetzt nicht, ob das der Keks da in der Mitte sein soll. Aber das ist was für alle Schokopfefferminzmenschen. Muss man schon sagen, das ist schon echt lecker, ne? Also mit diesen Schokostückchen, obwohl auch da ist wieder so dieses Schokostückchen, haben halt nicht so den intensiven Geschmack, weil ich finde, immer wenn Schokolade kalt ist, schmeckt sie nicht so intensiv. Trotzdem sehr, sehr lecker. Schmeckt ja eigentlich schon eher einfach wie After Eight. Kann man sich wirklich mal gut holen. Wäre es halt kein Nestlé. Aber ich bewerte jetzt erstmal natürlich den Geschmack. Und geschmacklich ist es lecker. Ich will es mir dann wiederholen. Und deswegen bekommt es 8 von 10 Punkten. Dann schon bei ganz vielen anderen gesehen, ist es Cookie Bros Strawberry Cheesecake und ich habe es nun endlich auch gefunden. Das habe ich auch bei Rewe gefunden für 2,99 €, da sind 150 Gramm enthalten und das ist eben Keksteig zum Naschen. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Cookie Bros kennt, ich fand die bisher immer schon ziemlich lecker. Mit so einer Strawberry Schicht und dann eben Cheesecake. Okay, das ist echt erstmal so eine, wie so eine Marmeladenschicht obendrauf. Und dann kommt erst der Keksteig. Aber ich werde jetzt immer schon so ein bisschen unten gucken beim Keksteig. Aber schon Foodporn, ne? Also das ist literally das, was draufsteht. Es schmeckt wie Strawberry Cheesecake. Ich finde es auch gar nicht zu süß, weil manchmal sind die ein bisschen sehr süß. Und ist ja auch klar, es ist ja auch Keksteig. Ich finde die geil, wirklich. Doch, ich würde mir die, also auch die Sorte wiederholen. Obwohl letztens, ich glaube, das war die mit Zitrone oder diese Keksstückchen von Knossi, weiße Schokolade. Das ist nochmal Next Level, aber das ist auch schon richtig, richtig lecker. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ist halt eben leider nicht, da ist sogar noch nicht mal vegetarisch. Auch hier knallen die schon wieder Gelatine rein. Also ganz ehrlich, wenn da eine Mousse-Gelatine drin ist, okay, wegen der Konsistenz. Also ich finde es immer noch nicht cool, aber ein bisschen verständlicher als ein scheiß Keksteig. Okay, nee, sorry, dafür kriegt das auf jeden Fall erstmal dick 2 Punkte abgezogen. So, einfach mal hier Klartext reden. Ich esse Gelatine in Produkten, aber auch nur, wo ich sage, okay,
es macht Sinn, dass es da drin ist. Also vielleicht macht auch mein Denken nicht so viel Sinn. Ist auch in Ordnung. Muss nicht immer alles Sinn machen, was ich sage. Aber ich fühl's gerade nicht so, dass ich mir das nochmal kaufen würde, deswegen. Von daher bekommt es 7 von 10 Punkten. Hätte eigentlich 9 bekommen, weil geschmacklich ist nice. Eine weitere Sommersorte und zwar, ich glaube, jetzt kommen wir wieder zur Gelatine. Das ist das Dunny Mousse und auch hier sehe ich schon in 3, 2, 1 Gelatine. Aber wisst ihr, da war es mir halt klar, weil Mousse ist immer Gelatine. Es ist ja auch schön fluffig, also es fühlt sich schon mal super leicht an. Ich weiß gar nicht, wie viel drin ist. Es ist wirklich ganz, ganz leicht. Okay, es sind auch nur 60 Gramm, 2x60 Gramm. Das ist natürlich dann super erfrischend. Das hat 1,89 gekostet, habe ich auch bei Rewe gefunden. Es riecht wie Pina Colada. Es ist sehr fluffig. Aber ich bin halt auch ein großer Kokosfan, ne? Es wird ja auch Toffifee-Kokos geben dieses Jahr. Das wird auch sofort gekauft. Es ist lecker. Doch, es hat ein ganz kleines bisschen so einen künstlichen Kokosgeschmack. Dennoch ist es wirklich, wirklich lecker. Es ist fluffig, rein eben nach so einem Misch aus Kokosmilch eher so zum Teil. Würde ich mir wiederholen. Solide 8,5 Punkte, ja. Und dann vielleicht nicht wirklich saisonal oder halt nicht so sommermäßig. Doch, Sommer eigentlich schon. So Donutringe, so Snacks für heiße Sommerabende. Also, das sind Donutringe. Erdnusskaramell von Rewe Eigenmarke. Die haben jetzt 1,29 gekostet für 110 Gramm. Und ich glaube, soweit ich weiß, gibt es davon auch ein Original. Aber das kenne ich noch nicht. Erstmal sehen die richtig, richtig gut aus. Boah, die riechen pornös. Ich glaube, ich habe was gefunden, was sowas von unterbewertet ist. Ich hätte das so nicht gekauft, also nicht unbedingt. Ey, es ist ja mal richtig geil. Es ist auch wirklich wieder nur Maiskries, gemahlene Erdnusskerne, Zucker, Sonnenblumenöl, Meersalz und Karamellzuckersirup. Ich finde, die Rewe-Zutaten sind oft sehr, sehr gut. Das sind nicht viele. Es ist geschmacklich Bombe. Also wie ihr ja wirklich seht, ist ja eben so diese Erdnussmus und dann eben Karamell. Es schmeckt wie so ein Flip. Und dann meine so noch nach Erdnuss, Karamell, leicht süß. Ich mir sofort wiederholen. Kann ich euch wärmstens mal empfehlen, die zu testen. Kennt ihr sowas? Kennt ihr das Original? Gibt es überhaupt ein Original von? Oder habe ich es gerade ausgedacht? Es bekommt 9,5 Punkte. Go for it. Und nun habe ich auch diese Sorte von den Schoketten gefunden. Das ist Cake Time à la Lemon Cupcake. Sieht ja auch super schön übrigens designt aus. Limited Edition, da gab es ja noch eine andere Sorte, gibt es noch mit Mokka. Aber ich habe jetzt erstmal noch die genommen. Für 1,19 Euro auch bei Netto gefunden. Klassische Schokette eben. Oh mein Gott, und sie ist ultra lecker. Also es ist so zitronig. Wirklich wie ein Cupcake. Ich weiß zwar nicht, warum sie die Schicht unten sozusagen nochmal dunkel gemacht haben. Eigentlich hätten sie dann auch gleich weiße Schokolade machen können. Aber die Sorte ist wirklich ein Träumchen. Jeder, der weiße Schokolade mag, ich finde sie auch nicht zu süß. Immer so kleine Crunchy-Stückchen und dann, ja, wirklich super zitronig. Auch schon noch ein bisschen Kuchen, Keksteigartig. Also ein Must-Have, bekommt wirklich 9,5 Punkte. Und dann für 79 Cent bei Netto auch gefunden, Retro Halloween. Ich krieg's nicht mehr hin, aber okay. Retro Edition Waldmeister Vanille in Vollmilchschokolade. Mal schauen, ob mich die Sorte überzeugen kann. Und tatsächlich komme ich wirklich langsam auf den Geschmack von Halloween. Also, es ist wirklich nicht schlecht. Ich finde, das Waldmeister könnte man noch ein bisschen stärker rausschmecken. Aber es hat einen sehr angenehmen, vanilligen, süßen Geschmack. Okay, es war mir klar. Ich dachte schon erst so, aber ist es wirklich so wenig grün? Ja, ich habe jetzt gerade nochmal abgebissen. Da kommt der Waldmeister. Man hat es aber auf der Seite schon ein bisschen rausgeschmeckt. Aber ja, kein Wunder, dass man es nicht so doll geschmeckt hat. Es ist lecker, doch. Also da schmeckt es dann auch nach Waldmeister. Das ist irgendwie eine coole Kombi. Und ich weiß nicht, ob die irgendwas an dem Rezept geändert haben oder Konsistenz an sich oder ich einfach auf den Geschmack kommen musste. Ich finde es lecker, ich mag es. Ich würde mir die Sorte jetzt nicht unbedingt wiederholen. Da gibt es dann bessere. Aber es ist auch nicht schlecht. Es ist mal so ganz erfrischend. Warum nicht? Kann man mal machen. Bekommt 7,5 Punkte. Und dann auch bei Rewe gefunden, gibt es eine neue Sorte Protein-Eis. Und zwar die Sorte Strawberry.
Die Proteineis von Rewe finde ich bisher super lecker. Es gibt Salted Caramel und Schokolade und ich finde vor allem Preis- und Leistungsverhältnis super gut bei denen. Die kosten nämlich nur 2,49, wenn mich nicht alles täuscht. 2,99, okay. Also jetzt 290 Gramm enthalten und die sind eben mit Erdbeerfruchtzubereitung mit Zuckern und Süßungsmitteln. Also es ist halt so eine Mischung aus Zucker und Süßungsmittel. Aber genau, das ganze Ding hat 25 Gramm Protein. Ich denke mal, es ist jetzt so ein bisschen ähnlich wie die anderen. Es ist an sich, dass ist jetzt hier, glaube ich, ein ganz normales Erdbeereis mit Erdbeersoße und so ist bei den anderen auch. Das andere ist ein Vanilleeis und eine Karamellsoße, glaube ich, und das andere ist dann Schokoeis und Schokosoße. Und sieht immer super unspektakulär anfangs aus. Das kommt nämlich immer noch so ein bisschen. Ich gucke jetzt aber mal, dass ich schon irgendwas erwische, wo so ein bisschen... Ich grabe einfach mal wieder das ganze Eis hier um. Ja, so viel Soße kommt dir aber gar nicht. Finde ich schade, weil das finde ich immer geil. Aber es steht halt auch nirgendwo eigentlich gerade, ne? Also ich glaube, er hat gestrudelt. Ja, ja genau. An manchen Stellen kommt es dann so richtig. Also so, wo man sich denkt, ah ja, da ist es ja. Genau, so. Das habe ich jetzt einmal hier umgerührt. Riecht nach dem Erdbeereis. Eigentlich kaue ich ja Eis auch nicht. Bin ein bisschen unschlüssig. Nee. Es schmeckt sehr wässrig. Es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt wie diese... Deswegen, es schmeckt so ein bisschen günstig. Sehr nach Aroma und sehr verbessert. Es schmeckt wie diese, hatte die diese Stieleis früher. Die waren so ganz normal rund. Die gab es auch in Schokolade, in Vanille und Erdbeer. So diese klassischen Sorten. Und ich fand die immer ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ich mochte die Geschmäcker einfach nicht davon. Und eins zu eins wie dieser Erdbeerstick schmeckt das. Sagt mir mal, ob ihr das Eis kennt und ob ihr vielleicht den Namen wisst davon. Ich weiß es leider nicht. Wirklich einfach ein sehr, sehr künstlicher Erdbeergeschmack, sehr wässrig. Ich würde es mir nicht nochmal holen. Dann doch lieber die anderen Sorten. Haben sie nicht so gut gemacht. Ich bin mir aber gespannt, vielleicht bringen sie auch noch neue Sorten raus. Wäre ja ganz cool. Dem würde ich 4 von 10 Punkten geben. Dann aber mal schauen, da habe ich nochmal neue Chips gefunden. Und zwar von Naturals, die Limited oder Special Edition mediterranes Gemüse. Ich habe sogar noch 2 andere Chips gesehen. Die habe ich aber nicht gekauft, weil jetzt habe ich ja schon einmal Chips für heute. Aber die müsst ihr euch auch nochmal holen. Kauf ich euch nochmal, kaufe ich mir nochmal. Und für euch zum Testen. Die Naturals Chips mochte ich bisher auch immer sehr. Mit natürlichen Zutaten und glutenfrei. Gefunden bei Rewe für 1,89. Das sind jetzt 95 Gramm. Also die haben schon auch immer ihren Preis. Komme ich wieder mit meinem langweilig. Wirklich ein bisschen langweilig. Ich finde, es schmeckt noch nicht mal intensiv, so nach einem bestimmten Gemüse. Anfangs dachte ich mir, es schmeckt einfach wie leichte Paprika-Chips. Aber manchmal schmeckt man ja, so Rosmarin ist ja so typisch für mediterranes Gemüse. Auch riechen tut es nicht so besonders. Es schmeckt wirklich wie ein ganz normaler Chip. Also die Sorte daraus zu schmecken, finde ich wieder ganz, ganz schwierig. Das ist ja auch mal wieder sowas für so einen Augen-zu-Vergleich. So errate die Sorte. Niemals hätte ich diese Sorte erraten. Schade. Ich finde sie auch nicht so salzig, was vielleicht viele von euch gut finden. Ich nicht. Nee, würde ich mir nicht holen, die Sorte. An sich, die Konsistenz ist ganz lecker immer von denen. Die sind ja sehr crunchig. Trotzdem gibt es viel dominantere Sorten. Also wenn ihr irgendwie einen Chip wollt, der nicht so intensiv gewürzt ist, dann holt den. Und ansonsten lasst es. Bekommt 5 von 10 Punkten. Weiter geht's mit 2 Limited Editions oder Summer Editions von Mövenpick Feinjoghurt Summer Edition Rhabarber Vanille sonnengereifte Früchte ohne Zusatz von Aromen. Ich war ja im letzten Video schon immer super überzeugt von den Mövenpick Joghurt, weil die super underrated waren und immer echt top waren. Also ich bin jetzt mal echt gespannt. Heißt die Sorte und noch eine andere für 85 Cent bei Rewe gefunden. Da sind 150 Gramm enthalten. Weil das hier ist ja immer so genial. Vor allem hier seht ihr auch richtig noch die Fäden vom Rhabarber. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein, ja, wieder schon draufsteht. Es ist jemand natürlichen Aromen und nicht irgendwie, ja, so ein Rhabarber-Aroma da reingesetzt. Den Rhabarber schmeckt man gar nicht so stark heraus. Aber der Joghurt an sich hat wirklich so eine schöne, leckere Vanillenote. Und der Rhabarber ist halt relativ süß, also man schmeckt da wirklich nicht das Säuerliche vom Rhabarber raus. Aber es ist wirklich lecker. Ich finde die geschmacklich echt total top und diese Kombi aus Joghurt und Frucht himmlisch. Also die Sorte würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Die bekommt 8 von 10 Punkten. Ich
gucken, was die zweite Sorte kann. Auch die hat, klingt total cool. Mango Litchi. Und auch, also auch die andere Sorte mit Rhabarber, Vanille, das ist wirklich mal was anderes, mal was Sommerliches. Nicht so dieses Typische, was halt alle machen. Und Mango Litchi habe ich auch noch nie in einem Joghurt gehabt, die Kombi. Ja, auch hier eben wieder das gleiche Konzept, der Joghurt und dann eben diese Früchte obendrauf. Der Joghurt ist übrigens eher schon immer so ein bisschen sahniger, festiger Joghurt. Festiger, das ist auch ein Wort, ne? Mmh. Oh. Und genial, man schmeckt da wirklich Litchi raus. Das, wow, die Sorte haut mich so ein bisschen um, weil ich finde, also wie gesagt, ich habe noch nie einen Joghurt mit Litchi gegessen und die Kombi aus Mango und Litchi und dem leckeren Joghurt darunter ist wirklich, wirklich lecker. Ich wirklich, also bin echt begeistert, das ist super erfrischend, das ist super sommerlich, total fruchtig. Auch die Sorte würde ich mir wiederholen und die bekommt 9,5 Punkte, weil die so ausgefallen mal ist und für einen Joghurt einfach eine geniale Sorte. Und dann, ich habe ja gesagt, ich habe auch neue Chips gefunden und ich habe sie jetzt auch nochmal mitgenommen. Das ist jetzt die Sorte Hot Chili Mayo Style. Mal schauen, ob die mich ein bisschen mehr umhaut. Die ist jetzt von Funny Frisch und ist eben auch, ich weiß nicht, ob es eine Limited Edition ist oder einfach neu ist. Vielleicht ist auch einfach neu. Da kostet jetzt eins, da kostet eins 175 Gramm, die ich auch bei Rewe gefunden habe. 1,69 ist natürlich schon echt um einiges günstiger als die Naturals. Und ich finde, da riecht man auch sofort schon so raus. Die Naturals sind ja schon so ein bisschen natürlicher gemacht. Und hier riecht man halt schon wirklich so diesen, kennt ihr alle, so den Klassiker, wenn man eine Chipstüte aufmacht, wo einem dann schon echt so dieser ganze Duft in die Nase steigt. Finde ich schon immer geil. Es riecht jetzt schon nach Mayo. Es riecht wirklich nach Mayo und ja. Die sind halt eben immer so ein bisschen dünner, finde ich, als so diese Natural Chips. Aber auch immer wirklich sehr, sehr lecker und kross. Bei denen habe ich fast wieder so ein bisschen das Problem, es riecht mehr nach Mayo, dass es nach Mayo schmeckt. Hat noch nicht mal so eine krasse Schärfe. Aber gut, ich kann auch richtig viel ab, was scharf angeht. Also deswegen kann man sich da vielleicht auch nicht dran messen. Ich finde, die könnten wirklich noch ein bisschen schärfer sein. Vor allem, wenn da Hot Chili Mayo steht, dann denkt man schon so, ja, es ist jetzt richtig spicy. Aber es ist halt, ja, es ist leicht scharf. Mayo schmeckt man schon auch heraus. Sie riechen halt ein bisschen besser gewürzt, als sie dann schmecken. Aber sie sind trotzdem auch echt lecker. Und man schmeckt schon doch mehr so die Intention hinter dem heraus, was sie auch, nachdem sie auch schmecken sollen. Ich würde mir die Sorte nicht unbedingt nochmal holen, weil sie dann doch so, das ist wie so ein bisschen Hot Paprika, bekommt 7 von 10 Punkten. Und dann haben wir noch endlich auch gefunden, das gab es auch eine Zeit lang gar nirgends, obwohl es schon echt länger neu sein soll, jedenfalls bei uns gab es nirgends, das Dark Milk Eis von Milka. Das ist jetzt eben, ich hatte auch noch nie, also es gibt davon noch andere Versionen, nicht mit Dark Milk, aber die hatte ich auch vorher noch nie. Und jetzt ist das eben hier so ein Chocolate Dark Core. Gefunden habe ich die nun endlich auch bei Rewe für 2,99 für 4 Stück, finde ich das wirklich günstig. Also wenn man das so vergleicht mit den so verschiedenen anderen Stieleis oder Magnum, geht das vollkommen. Das sind jetzt nämlich 4 Stück und das sind 269 Gramm und so ein Eis ist eigentlich schon relativ groß. Genau, es hat nämlich 70 Gramm und ich habe das Gefühl, die sind, na gut, so viel größer als Magnum auch nicht, oder? Ein bisschen schon. Bisschen größer als Magnum? Ja. Naja, jedenfalls bin ich jetzt mal gespannt, ob da überhaupt so ein großes Besonderes schmeckt oder ob die jetzt eher so ein bisschen langweilig sind. Ey, wo ist der Core? Hä? Ah, okay. Sorry, ich darf das mal ganz kurz hier auseinandernehmen. Da ist der Core. Ich probiere jetzt mal nur von dem Core, weil an sich ist es jetzt gerade einfach nur Vanilleeis mit einer leckeren Schokolade außenrum, das muss man schon mal sagen. Wow. Der ist nämlich so leicht fluffig. Okay, es sieht einfach komplett doof aus, wie ich das gerade esse. Es tut mir leid, aber ich will mir das gleich noch in Ruhe schmecken lassen. Dieser Core ist cool, aber das kommt mir viel zu spät. Das ist ja vollkommen, also komplette Verbrauchertäuschung. Da ist es ja wirklich, als wäre dieses... Nee. Das finde ich nicht okay. Einfach ein bisschen höher ziehen sollen. Also wirklich, weil an sich ist es lecker, aber ein bisschen anders hätte ich es mir halt einfach dann vorgestellt. Und sonst ist einfach ein ganz normales Milka-Eis, ja. Das Dark Milk würde ich jetzt noch gar nicht mal so rausschmecken, muss ich gerade sagen. Das ist ja das Besondere daran. Das ist aber ganz normale Schokolade da.
ist halt endlich mal eine intensiver, die auch schokoladenhaltig schmeckt. Ich finde, da hätten sie einfach so ein bisschen es anders betiteln sollen oder anders Marketing betreiben sollen, es anderen nennen, andere Bilder zeigen. Weil geschmacklich ist es lecker, ist jetzt auch nichts, was mich komplett umhaut. Da gibt es so viel bessere Eis-Innovationen. Weil ich es mir auch nicht nochmal kaufen würde, gibt es deswegen leider auch nur 6,5 Punkte, eben auch nochmal einen Punktabzug für das verwirrende Branding und Layout. Ja, Friends, und das war's auch schon wieder mit meinem Food News Video. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, denn es gibt noch ganz, ganz viele Videos von mir und Food News und die wird es auch jetzt wirklich ganz oft noch weiter permanent geben, weil es gibt so viele coole neue Food News und ich habe schon so viel Neues gesehen. Also ja, lasst mir gerne ein Abo da. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Daumen hoch könnt ihr auch da lassen. Ich freue mich über alles, was ihr tut, damit ich sehe, dass ihr da seid. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Deswegen ganz, ganz viel Liebe an euch und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.